Logbucheintrag Nummer 1 von Captain Kirk Beard an Bord des Erkundungsschiffs Enterforge. Ja, wir starten heute in unsere erste Mission seit langem. Die Crew ist frohen Mutes größtenteils, auch wenn einige nervös sind, da wir in neue unbekannte Weiten aufbrechen des Deep Rock Nines. Ich selber bin etwas nervös, da ich nicht weiß, was auf uns zukommen wird. Denn weil wir heute in neue Sektoren vorstoßen, in die noch kein anderer Zwerg vor uns vorgestoßen ist. Was mir am meisten Sorge bereitet, ist, ob die Vorräte für unsere lange Reise reichen werden. Wir haben genug Weißbier und Dörrfleisch für 3 Monate. Ich hoffe, es reicht. Ich werde dem Lieutenant nun den Befehl geben, abzulegen. Ja, ich hoffe, ihr fandet diese Einführung nicht verstörend oder so. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ja, hi ho und willkommen zu meinem neuen Nebenprojekt. Wie man hier schön lesen kann, We are the Dwarves. Ja, ich habe es mir verkniffen zu singen, We are the Dwarves, we are the Children. Weil ich mir meine Zuschauer nicht verkraulen will. Und wie man dem tollen Logbucheintrag jetzt am Anfang gehört hat, ist es ein Science-Fiction-Spiel mit Zwergen. Nur, dass es eben nicht den Weltraum gibt, sondern eben die unendlichen Erdschichten. Also so viel weiß ich aus dem, was ich im Steam gelesen habe über das Spiel. Ja, kurz über das Spiel. Also wie gerade gesagt, es ist ein Science-Fiction-Spiel, also es sind Space-Zwerge, die sich durchs dicke Felsgestein bohren. Und ja, man hat 3 Zwerge in diesem Spiel, die man kontrollieren kann. Und zwar ist das Gameplay irgendwie eine Mischung aus solchen Spielen wie Baldur's Gate und Pillars of Eternity, also taktisch mit Echtzeitpause. Hat aber, glaube ich, auch ein bisschen was von Commandos spielen, während das was sagt. Also Commandos und Desperados. Ja, ich spiele auf normal, weil ich schon gelesen habe, dass das Spiel sehr schwer sein soll. Worauf ich auch schon gespannt bin. Und ja, ich denke... bevor ich jetzt starte, ich wollte gerade schon starten. Ich werde das mit diesem Nebenprojekt so handhaben, dass ich jeden Sonntag, oder versuche jeden Sonntag jedenfalls, 3 Folgen à 20 Minuten rauszubringen. Also insgesamt 1 Stunde jeden Sonntag. Und leider nicht mehr erstmal. Da ich ja noch 2 andere Projekte am Laufen habe, die sehr viel Zeit brauchen. Und ich nicht weiß, wie viel Zeit dieses Projekt hier braucht. Gut. Und jede Folge wird wirklich mit einem Logbucheintrag beginnen und mit einem Logbucheintrag enden. Ich hoffe mal, ich kriege das einigermaßen hin, um aus dem Ganzen auch etwas Besonderes zu machen. Gut, also starten wir ein New Game und gucken mal, was passiert. Warning, if you start a new game, all your progress will be lost. Also nur 1 Speicherstand, ein bisschen schade, aber okay. Choose difficulty level. Dwarfs get up more resources. Dwarf drowning speed im Swamp is reduced. Also mehr Ressourcen und schneller im Sumpf sein. Und auf hart werden kriegen halt meine Zwerge mehr Schaden. Und das Spiel kann nur in der Nähe von Runensteinen gespeichert werden. Nee, ich glaube, für das Nebenprojekt ist es wirklich gut, wenn ich normal nehme. Dass ich auch freie Hand zum Speichern habe, weil ich bei jeder Folge auch speichern möchte. Also mein Logbucheinträge sozusagen. Also nehmen wir nochmal. Stars, I hope you're watching over me from up there. I believe you can hear me. I'm a dwarf, one of your sons. I dwell in the caves, those same ones that you warm with your life stones. We call them stars. The stars lit our homes for ages. Beams from the Red Star unify the strongest of our clan, who endlessly mine ore to forge the best weapons and tools for all the kingdoms. The Yellow Star lights the engineer's creation, a huge drill city, an enormous machine which never stands still.
Under the blue star, the disciples gather and protect the ancient secret knowledge, performing spiritual practices. However, the stars almost went out. Our kin will fall into darkness soon, which means we are on the brink of extinction. And so, three dwarf kingdoms united to save us all. The state rulers chose the very best of the dwarves to journey on a dangerous mission to find a place where we could start life anew, another star. But the journey went terribly wrong. We faced horrible obstacles in the depths of the world and nearly fell to our deaths. From the sky. Unser Raumschiff wurde in einer Falle gefangen, ja. Auf dem Weg durch das Unbekannte. Also ja, ich versuche das Englische zu übersetzen für diejenigen, die Englisch nicht so gut können. Was nach einem rettenden Lichtstrahl ausgesehen hat. In der Dunkelheit war in Wirklichkeit eine Gefahr. Also ja, ich bin nicht so gut im Übersetzen, das dürfte man schon in anderen Spielen gemerkt haben. Wenn also etwas nicht stimmt, seht's mir nicht nach. Ich versuche es so frei zu übersetzen. Wir sind in ein unbekanntes Objekt gefahren oder gekracht. Eine große Welle von freigelassener Energie drang durch den umgebenden Raum. Das unbekannte Objekt zersprang in glänzende Teile. Verdrehte die großen Felsen in einen Schwerkraftvortex oder einen Gravitationsvortex. Die Zeit hat für einen kurzen Moment gestoppt, ein heller Licht und dann nur noch Dunkelheit unter uns. Kann ich hier irgendwas anklicken? Mit Escape komme ich back. Da ist Chapter 1. Ja, das wird wahrscheinlich hier irgendeine Art Karte sein. Also continue. Action Panel. Combat Taktik vom Zwerg. Dann die ganzen Abilities, die Hitpoints, die Rüstung. Also alles, was wichtig ist, Star Mark. A unique Ability that uses energy of the main star. Mal gucken wir, was das da ist. Achso. Action Panel Dwarven Stances. Also ich gehe das mal kurz durch. Dwarven Stances are used to define the behavior of uncontrolled dwarves. Also wie sie sich verhalten, wenn ich sie gerade nicht kontrolliere. Der Zwerg bleibt stillstehen. Der Zwerg greift Gegner in der Nähe an und der Zwerg greift Gegner einfach so an, also geht Berserk, okay. Force Field beschützt die Raumanzüge der Alliierten in der Nähe vor Schaden, nützlich gegen große Gruppen von Gegnern. Puncher Medium Shoot. Der Gegner durch die Gegend schubst, das kenne ich aus dem Steam-Video. Salve ist ein. Ja, ist ein Schrotflintenschuss sozusagen.
Und ja, das war's auch schon. Also spielen wir wahrscheinlich jetzt in der ersten Mission den... Ach, wie heißt er? Ich hab's vergessen. Es gibt drei Zwerge mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Einen Nahkämpfer, einen Fernkämpfer und einen Schleicher sozusagen. Und wir haben wohl in der ersten Mission nur den Fernkämpfer, weil die Gruppe wahrscheinlich getrennt wurde. Also gehen wir mal auf Play. Und gucken uns das an. Ja. Wir krachen auf jeden Fall irgendwo hinein. Ach, und da sind wir auch schon. Active Explanation Point, Game Saved. Quick Save, und das hier ist... This is your journal. Also das ist das Tagebuch, okay. Das sind deine Tagebuchkapitel. Hier sind deine Artikel des Kapitels. Und jedes Kapitel enthält Karten. Also ja. Technologie und Hints. Ah ja, der Forcer war es. Genau. Forcer, Smasher... Oder Smash Fist und Shadow, das sind die drei. Genau, die drei Zwerge. Gut, gucken wir uns mal die kurz Technologie an. Das Space Program. Das Programm wurde entwickelt, um Teams aus Sternjäger auf der Suche nach neuen Energiequellen zu schicken. Die einzigen verfügbaren und unerkundeten Orte auf Zwergenkarten sind die Tiefen des antiken Ozeans. Forscher haben sich dorthin noch nicht durchgebuddelt. Sie befürchten... dass die Verbindung zwischen den Höhlen brechen kann und das vorhandene Netzwerk fluten kann. Für den Vorteil dieser Expedition, für den Zweck dieser Expedition wurde ein spezielles Schiff entwickelt. Es kann Bohroperationen durchführen und die Tunnel hinter sich wieder verschließen. Okay. Also Journal. Ja. Wir sind eher hier. So bewegen wir uns. So drehen wir die Karte. Okay. Ich habe hier Salvo. Und ich habe Puncher. Und ich habe Force Field. Ich habe Einrüstung und ich habe nicht mal die Hälfte an Gesundheit. Exploration Points. Die helfen, die Informationen über die umliegenden Objekte zu finden. Manche können einfach im Level gefunden werden, der andere erscheinen, wenn Gegner getötet werden. Okay. Und ja, er redet. Er hat gerade gesagt, er braucht einen guten, eine gute Übersicht, bevor er weitergehen kann. Ja, Enemies, Sensors. Ja, Gegner haben halt so Sichtfelder. Oder, ja. Haben Sichtfelder, wie man hier oben sieht. Sie können sehen, hören und berühren. Also Tasten. Und die Größe ihrer Sensoren ist abhängig vom Gegner. Und ja, man kann den Sichtsensor anzeigen lassen, also hier oben den Sichtkegel, indem man über einen Gegner fährt und Alt drückt. Und wenn man auch mit ihm mit Alt anklickt, dann wird sein Sensor gelockt.
Touch können wir Gegner aufspüren, indem wir sie berühren. Wir können gegen jede Aktion produziert Krach. Und wir sollen nicht zu viel Kraft machen, um keinen Kampf zu provozieren. Ja, und halt, wie man es aus der Realität kennt, da, Sound, also Geräusche, werden immer leiser, je weiter sie wandern und wenn sie gegen Objekte treffen. Und manche Gegner riechen sogar. Sie können den Gegner wittern. Und man sollte nicht in ihre Patrouillenwege gehen, weil sie einen sonst wirklich aufspüren können. Okay. Neue Artikel. Whistlers. Sie sind klein, aber sehr starke Humanoide. Sie sind feindselig gegenüber anderen. Sie werfen Speere im Kampf. Oder benutzen sie im Nahkampf. Gegen sie zu kämpfen ist es am besten, wenn du dich schnell bewegst und, von Deckung zu Deckung huscht. Die Köpfe der Speere können severely signifikanten Schaden in den Raumanzügen verursachen und schwere Verletzungen hervorrufen. Der Sprachapparat dieser Spezies verdient besondere Aufmerksamkeit. Sie sind in der Lage zu sprechen, aber im Kampf benutzen sie Flüstersprache. Zwerge werden nicht in der Lage sein, das meiste dieses Geflüsters zu hören. Manchmal agieren die Whistlers wie ein astreines Team. Manchmal sogar ohne die Kommunikation miteinander. Jo. Spellogy, Stalagmit Forest. Eine der ältesten Formationen in dieser Höhle ist der Stalagmit Forest. Diese großen Strukturen sind nicht nur einfache Stalagmiten, die man auf den Dampfhöhlen findet, oder in Feuchthöhlen, nicht Dampfhöhlen, Feuchthöhlen. Vor einer langen Zeit wurde ein großer Teil der umgebenden Leere mit sandigen Formationen gefüllt, mit porösen sandigen Formationen. Wenn das Wasser vom Zwergenozean weggewaschen wurde in diese Höhlen, when the water from the ocean washed out its way into this cave, wurde der Bogen zerbrochen und eine große Masse an Wasser schoss hinein und hat die weichen Steine weggewaschen. Vielleicht hat diese Höhle die Rückgratstraße für den Ozean gespielt für viele Zyklen. Bis zu dem Moment, als die tektonischen Platten das Ozeanbett geformt haben. Das Wasser ist weg und die stärksten Schichten, die an Steingiganten erinnern, stehen immer noch in der Mitte auf dieser leeren Höhle. Dieser Platz ist ein echter Fund für Zwergengeologen. Die Mauern der Stalagmiten, also die Wände der Stalagmiten, haben die Zeit über die Geschichte überdauert, wenn sogar der Zwergenozean noch jung war. Oh, was für ein Krampf.
Also ja, wir haben hier Gegner. Und hier habe ich gute Deckung. Ich kann mit dem Puncher mal versuchen, ihn hier runter zu schubsen. Nein, 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 nein. Bleib in Deckung. Und ihn runter zu schubsen. Gut. Au. Gut, das ist nicht so schön. Ah, mit Alt können wir auch Deckung aktivieren. Also ja, da ist Deckung. Gut. Da hinten sind aber auch noch mehr von diesen Gegnern. Gehen wir erstmal hier hin, ist nämlich... Great. This is a stone of life. It can be used whenever I need to restore vitality. Mhm. Genau, der heilt einmal. Und den können wir halt immer benutzen. Erinnert mich ein bisschen an die Sphären aus... Ah, die Kristalle aus Legend of Grimrock, so wollte ich sagen. Tipp. Pause verlangsamt das Spiel. Es erlaubt dir, in deinen Situationen nachzudenken. Es erlaubt dir, über die Situation nachzudenken und deine Charaktere zu kommandieren. Also ja, das meinte ich mit der Echtzeitpause. Ich kann erstmal dich runterschubsen. Das merken die anderen beiden nämlich schon mal nicht. Die sind noch zu weit weg. Okay, der hat mich kurzzeitig gesehen, weil ich hier kurz im Lichtkegel war. Ups, da habe ich mich gerade selber runtergeschmissen. Load last save, gut. Gut zu wissen, dass das auch geht. Ja. Das kennen wir ja schon. Okay, machen wir es mal anders. So. Gut, so hat das schon mal besser geklappt. Also man merkt Taktik. Ja, den Tipp kennen wir bereits. Oh, den können wir schon mal runterschießen. So. Und dann können wir die Sphäre anditschen. Great. This is a stone of life. It can be used whenever I need to restore vitality. So. Tagebucheinträge. Ja, das müssen wir noch mal kurz wegklicken. Ethnologie. Spellologie. Okay. Stalagmit Forest, das hatten wir. Gems. Ah, das ist neu. Dieser seltsame Stein ist Teil der uralten Sternenkerne, die von den umliegenden Höhen erschaffen wurde. Seine innere Struktur wie Sembles Quer, was das auch immer heißen mag. Wenn ein Stern alt wird, fallen seine Teile auseinander und verstreuen sich über die Höhle. Im Laufe der Zeit tun verschiedene Lebensformen sich um ihn sammeln. Wenn die Zeit vergeht, schwindet ihre Energie. Aber Sternenjäger wissen, wie sie tote Steine zurück zum Leben bringen können. Also wieder zum Leben erwecken können. Sie können einfach identifiziert werden durch eine Kruste, die
um sie geformt wurde. In der Entfernung bis zu einem gewissen Grad, Entschuldigung, Distanz ist in dem Fall Grad gemeint, versorgt der Stein alle lebenden Dinger mit Energie und Wärme. Aber in seiner Nähe ist die Energie sogar so stark, dass man sich heilen kann. Also ja, das sind sozusagen Sterne. So, ich probiere jetzt gleich mal. Erstmal schieße ich und dann aktiviere ich mit T die Sphäre. Okay, sie ist ausgelaufen und ich bin wieder runtergefallen. Ja, gut. So viel dazu, dass das Spiel schwer ist. Okay, ich glaube, ich versuch's mal mit F5 zu benutzen, dass wir das nicht jedes Mal neu machen müssen. Ja, das kann ich auch mit der Leertaste schnell wegklicken. So. Ah, das war schlecht. Das war jetzt doppelt schlecht. Ich werde wahrscheinlich wieder gleich sterben. Weil ich nicht aufgepasst habe. Ja. Load last save. Also gleich dran denken zu speichern. Und ja, ich mache die letzte Folge jetzt absichtlich mal etwas länger, sonst wird das alles nichts. Und ja, immer an den Backdraft achten. So. Gut. Wieder das Journal schnell durchklicken. So. Jo. Wieder den da schnell loswerden. Heilen. Great. This is a stone of life. It can be used whenever I need to restore vitality. So, und jetzt F5. Game saved. Oh, ich hätte mir noch schnell die Gemologie. Ah ja. Durchgucken können. So, wie mache ich das jetzt mit den beiden am besten? Ich könnte versuchen, ihn wenigstens runterzuschießen. Ja, das klappt sogar. Und sie erinnern mich ein bisschen an Murlocs. So. Noch ein Schuss und er ist weg. So, sehr gut. Okay, die Taktik ging diesmal einigermaßen auf. Ich gehe nochmal mich heilen. Und mach sicherheitshalber, bis ich mich einigermaßen an das Spiel gewöhnt habe, noch ein Quicksave. Okay, wir müssen hier durch. Wertvolle Ressourcen, die man braucht, um den Spacesuit zu reparieren und zu verbessern. Energie, Erz wird gebraucht, um den Spacesuit zu reparieren und Subsysteme wieder aufzuladen. Stardust wird benutzt, um Armor Layers wieder zu reparieren. Also im Augenblick haben wir nur einen. Dwarvenstone wird benutzt, um den Spacesuit und Zwergenfähigkeiten zu verbessern. Und jeder Zwerg benutzt seinen eigenen spezifischen Stone-Typ. Okay. An interesting piece of flora. I need to inspect it. Jo. New Article Consumables. Energy Ore. It's used to. Es wird benutzt, um.
beschädigte Layer des Spacesuits zu reparieren und seine Subsysteme neu aufzuladen. Energy Ore ist eine wertvolle, also eine starke Energiequelle. Wer hätte das gedacht? Zwerge benötigen diesen Treibstoff für verschiedene Mechanismen. Nicht nur das Sternenschiff, sondern auch die Raumanzüge der Starhunters sind ausgerüstet mit Kapseln für Energy Ore Processing, also Verarbeitung. Produzierte Energie wird benutzt für die Funktion aller Raumanzugsysteme. Gut. Ich kann wirklich nur Quicksave machen. Okay. Dann mache ich jetzt hier mal einen Quicksave. Das ist etwas blöd, dass ich nicht ordentlich speichern kann. Ja. Abschluss Logbucheintrag Nummer 1 von Captain Kirkbeard. Wir sind auf ziemlich starke Schwierigkeiten gestoßen während unserer Erkundung in den Tiefen des Deep Rock 9. Das Erkundungsteam wurde voneinander getrennt. Wir konnten bis jetzt leider nur die Kommunikation zu unserem Forcer wieder aufnehmen. Ich muss das dringend üben fürs nächste Mal. Unser Forcer ist in einer abliegenden Höhle gelandet und dort auf fremde, feindselige Lebensformen gestoßen. Aus dem zerrissenen Funkspruch, den er abgegeben hat, konnten wir entnehmen, dass er versucht, die Höhle zu erkunden und den Rest des Teams zu finden und sich zu sammeln. Wir versuchen weiterhin die Kommunikation mit unseren verbleibenden Erkundungszwergen wieder aufzunehmen. Logbuch, Eintrag Nummer 1, Captain Kirkbeard, Ende.